Jo Leute, was geht ab, Freunde? Wir sind mal wieder mit Franklin unterwegs und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was wir heute in GTA 5 machen werden. Es ist heute nicht allzu viel los, Leute. Das Wetter ist zwar ideal, aber naja, so in, ich glaube, ich sehe vielleicht mal, was wie es Shop geht. Aber warte mal kurz, es klingelt gerade an der Tür. Okay, dann gehen wir mal an die Tür. Hallo? Wer ist denn da? Oh mein Gott, Leute, was ist denn das für ein Ding? Ist das nicht dieser Baby-Yoda? Hallo? Grogu, Hilfe, suchen ein verlassenes Raumschiff, ich tue. Oh, okay. Ah, Grogu, stimmt, das ist ja Grogu, Leute. Du brauchst ein Raumschiff, du suchst nach einem Raumschiff, okay? Bitte Grogu helfen, ich mit Beskar auch bezahlen kann. Ach, weißt du, ich schau mal, was wir machen können. Ich würde dir doch gerne auch kostenlos helfen. Ich meine, du bist doch bestimmt nicht länger, du bist nicht älter als 3 Jahre oder so. Okay, dann würde ich sagen, ich helfe dir da mal aus. Ich werde da mal mein Team, die Franklin und Lamar Corporation, mal anrufen. Und dann werde ich zu meiner Firma fahren und ich kümmere mich dazu. Und du kannst dann, wenn ich es finde, dann rufe ich dich einfach an, okay? Oh mein Gott, ist ja süß, Leute. Guckt ihn euch an, in seinem schwebenden Wagen. Okay, da gut, Leute. Dann weiß ich schon mal, was wir machen werden. Wir müssen heute in GTA 5 ein verlassenes Raumschiff finden. Okay, so, wir sind an Ort und Stelle jetzt angekommen. Trevor, wir haben neue Aufträge. Trevor, was bist denn du so aufgebracht? Und was ist das hier für ein Plakat? Code Viking 2021. Wikinger versus Deutschland. Entscheide, wer stärker ist. Trevor, kannst du mir sagen, worum es hier genauer geht? Bro, sorry, muss die Runde zu Ende spielen. Lad dir auch mal dieses Spiel runter, kostet nichts und nutzt den Code für Boni. Okay, alles klar, Franklin? Ich glaube, wir laden uns mal kurz diese App runter. Okay, Leute. Alter, das sieht ja nice aus. Rise of Kingdoms heißt das Ganze. Okay, und hier, das erklärt auch, warum wir hier dieses Plakat haben, Leute. Mit dem Code Viking 2021 kannst du eine Nintendo Switch, das iPhone 12 gewinnen und sogar noch fette Preise. Okay, Franklin, ich sehe, dass er auf jeden Fall ziemlich Bock hat auf das Spiel und besonders das Thema Wikinger dort drin ist. Freunde, ihr kennt Rise of Kingdoms noch nicht? Dann ist auf jeden Fall jetzt der richtige Zeitpunkt, denn es gibt fette Preise zu gewinnen. Ihr könnt unter anderem, Leute, das neue iPhone 12 und auch eine Nintendo Switch dort gewinnen. Aber erstmal, was ist Rise of Kingdoms, Leute? Ich habe euch das schon einmal vorgestellt. Wenn ihr es noch nicht kennt, Leute, Rise of Kingdoms ist ein mobiles Echtzeit-Strategiespiel, das weltweit unfassbar beliebt ist. Es gibt über 12 verschiedene Zivilisationen im Spiel, die in unterschiedlichen Epochen teilgenommen haben. Und jede davon hat einzigartige Strategien, Architekturen und Kommandeure. Ein riesiger Kampf um Ruhm und Macht, der in Wirklichkeit nicht möglich ist, wird im Spiel zur Realität. Und da gibt es jetzt, Leute, die neue Wikinger-Zivilisation, die unfassbar stark ist, zusammen mit einem Wikingerführer Ragnar Lodbrok und dem tapferen Krieger Björn Ironside. Die Wikinger-Zivilisation hat sehr heftige Infanterie und Truppenstärke, aber ich mache mir ehrlich gesagt um die deutsche Community gar keine Sorgen, Leute, denn die deutsche Zivilisation hat sehr starkes Truppentraining und Aktionenheilpunkte. Aber du entscheidest, wer von den Zivilisationen am stärksten ist. Denk an den Tipp, Leute, schickt nicht alle Einheiten auf einmal raus, dann wird es zu viel Schaden geben für euch. Und was ebenfalls neu bei Rise of Kingdoms ist, die riesige Karte. Jetzt gibt es das neue Zoom-Feature mit dem sogenannten Unendlich-Zoom-Feature. Damit könnt ihr unendlich rauszoomen, Leute, und einfach die gesamte Karte beobachten. Und ich sag's euch, die ist einfach riesig. Und sichere dir jetzt, Leute, die Chance auf eine Nintendo Switch und ein iPhone 12. Und Leute, mit dem Code Viking2021 erhaltet ihr ebenfalls ziemlich fette Boni, Leute, die ich euch hier einblenden werde. Also, Leute, bestreitet zusammen mit mir die Wikinger in Rise of Kingdoms oder schließt euch denn an. Link dazu in der Beschreibung. Checkt das Spiel gerne aus. Seid wie Franklin, Leute, und spielt Rise of Kingdoms jetzt. Okay, Franklin, jetzt aber genug erstmal Rise of Kingdoms gespielt. Wir haben Ernstfall, Trevor, okay? Jetzt leg mal das Handy weg. Leg mal das Handy weg, Kollege. So, hier, weg mit dem Handy. Ich brauche mal ein bisschen deine Hilfe. Und zwar sucht ein Alien, ja, das ist, du hörst nicht falsch, sucht ein Alien ein Raumschiff, das hier irgendwo in Sandy Shores verlassen ist. Hast du vielleicht was dazu gefunden oder gesehen? Ich habe 4 Orte markiert, wo das Raumschiff sein könnte. Okay, ey, ich musste dich nicht mal fragen. Du wusstest schon sofort, wo es geht. Alles klar, Trevor, absoluter Ehrenmann. Der weiß wirklich, wie man diese Firma am Laufen hält. Und deswegen, Leute, machen wir uns mal auf den Weg und suchen dieses Raumschiff jetzt. Okay, Trevor hat mir den ersten Ort schon mal markiert. Der sollte sich ungefähr dort befinden. Also gar nicht mal so weit weg, Leute. Dann schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob ein Raumschiff dort hinten wirklich sein könnte. Aber es kann ja alles Mögliche passieren, Freunde. Okay, irgendwo dort unter der Brücke möglicherweise. Leute, kommt euch das nur so vor oder wart ihr an diesem Ort in GTA 5 fast noch nie? Ich glaube, hier spielt sich gar keine
eine Story-Mission ab. Irgendwie war ich hier... Oh, warte. Ich habe was gefunden. Leute, das ist aber kein Raumschiff. Das ist der Space Docker. Aber gut. Okay, dann nehmen wir mal den Space Docker mit. Ist immerhin etwas Wertvolles, Leute. Ich weiß nicht, ob der noch in Schuss ist. Aber wir nehmen den mal gerne mit, Leute. Und ich glaube, wir müssen nicht mal bei Los Santos Customs reparieren. Also der ist in einem tadellosen Zustand. Ein wirklich verlassener Space Docker, der nicht kaputt ist. Ich meine, ja, der sieht ein bisschen verrostet aus. Aber das sind alles die Features. Oh mein Gott, nein. Ich hoffe, ich mache das Ding nicht kaputt. Okay, ich versuche jetzt mal mit Anhänger, Freunde, das Fahrzeug jetzt in die Garage zu fahren. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Komm schon. Na los. Na los. Ach komm schon, du hast es doch am Anfang geschafft. Komm schon. Vollgas. Yes. Okay. Space Docker ist da, Leute. So. Oh, hier liegen auch noch fette Geldpakete rum. Und jetzt... Ah, oh, ich will das nicht zerkratzen. Okay, das heißt, wir haben schon mal einen Space Docker. Aber das ist natürlich nicht das Raumschiff, das wir gesucht haben aktuell. Okay, ein weiterer Ort, der mir markiert worden ist, ist irgendwo hier im alten verlassenen Hotel. Oder nein, im alten verlassenen Motelbereich. Ich weiß, dieser Ort ist sehr, sehr verschollen. Und hier sind schon lange keine Fahrzeuge mehr oder Personen gewesen. Und man sieht hier auch, Leute, hier sind wirklich viele Busfracks. Boah, es sind so viele Busfracks hier unterwegs. Puh. Und ziemlich viel Kies und Sand und Staub, was ich hier abgelagert habe. Ich glaube, das Dach dort hinten ist mittlerweile auch schon am Abstürzen, Freunde. Also es ist wirklich ein sehr altes Gebäude. Und ich glaube, mittlerweile sind hier wirklich wenige Leute, die diesen Ort noch besuchen. Was ist das denn? Was ist das? Das ist kein Fahrzeug. Was ist das? Ich weiß nicht, sollen wir das Ding mal bei Los Santos Customs reparieren? Es sieht sehr komisch aus. Es ist kein Motorrad, oder? Nee, es ist aber auch kein... Es ist kein Auto. Es ist ein Fahrzeug, aber es ist kein Motorrad. Okay, weißt du was? Wir nehmen das Ding mal mit. Ich habe zwar keine Ahnung, wie wir das Ding von dort abschleppen können, aber wir probieren's. Okay, Franklin, wir müssen ein paar Zäune zerstören, damit wir irgendwie durchkommen. Oh mein Gott. Alter, die Couch fliegt. Oh, Junge. So, okay. Teil 1 wäre schon mal geschafft. Wir haben den Bereich schon mal halb gesäubert zum Durchkommen. Und ich glaube, ich stecke gleich fest. So, okay. Jetzt müssen wir durch das Kies und versuchen, da irgendwie drauf zu kommen und das Teil irgendwie andocken. Ich weiß nicht, ob das klappt. Das ist eine ganz blöde Idee, aber eine ganz dumme Idee. Oh, ich dachte, ich stecke fest, Leute. Okay, ich stecke nicht fest. Komm schon, dock das Fahrzeug an. Dock es an. Na los. Okay, Leute. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber... Irgendwie habe ich es einfach auf den Kofferraum gepackt. Andocken hat leider nicht funktioniert, weil das Ding ist irgendwie, hat es keinen Andockhaken. Also normalerweise sind Fahrzeuge, die hier gebaut werden, müssen immer irgendwie angedockt werden an den Haken. Aber das Ding hatte keinen Fixpunkt. Aus dem Grund habe ich es einfach auf den Kofferraum gepackt. Hoffentlich fliegt es uns nicht runter. Aber es sieht nach einem wertvollen Teil aus. Und da bin ich gespannt, was es für eins ist. Okay, so. Dann schleppen wir das Ding mal dahin und schauen mal, was daraus am Ende rauskommt, Leute. Also, vergesst natürlich nicht gerne ein Like da zu lassen, wenn euch das Video bis hierhin gefällt. Und Leute, lasst auf diesem Kanal auch kostenlos ein Abo da. Wow! Leute, was ist das für ein Teil? Ich glaube, das ist ein Speeder aus Star Wars. Ich glaube, da hinten sehe ich sogar das Logo des Imperiums, ne? Das ist, glaube ich, von dem Imperium, Leute. Wenn ich mich da irgendwie recht entsinne. Vielleicht ist es auch irgendwie falsch. Okay, aber das sieht doch mal cool aus. Das hört sich auch wie ein richtiges Motorrad. Und es sieht extrem nice aus, Leute. Also, muss man sagen. So. Oha, Alter. Okay, dann schauen wir mal, was diese Kiste eigentlich für Speed drauf hat. Okay, wir geben Gas, Leute. In 3, 2, 1 und let's go. Wow, okay. Wow, das kann sogar ein Wheelie machen. Wie ein Motorrad. Wir sind voll gegen das Ding geflogen. Aber irgendwie sind wir nicht runtergefallen. Jetzt mache ich diese Rampe, Leute, nehmen und machen wir einen Backwards-Salto. Alter, Junge, ich krieg schon Hustenanfall. Was war das gerade, Alter? Das Teil ist heftig. Das hat gutes Speed. Lässt sich super steuern. Und es ist aus dem Weltall, Leute. Es ist aus Star Wars. It's a fine addition to my collection. Ja, eine wirklich schöne Sache für meine Kollektion, Leute. Also fahren tut sich das Ding wirklich gut. Und Speed hat es allemal, Leute. Es ist wirklich schnell. Aber es tendiert dazu, leicht abzuheben, man muss es sagen. Na gut, das Ding hat auch keine Räder. So, und hier packen wir das nächste Fahrzeug hin. Nice, Leute. Wir haben schon zwei Fahrzeuge. Aber es ist immer noch nicht das Raumschiff, das wir suchen. Okay, als nächstes, Leute, haben
haben wir eines dieser Locations. Das ist ein bisschen hinter dem Alamosee und es soll sich irgendwo in diesem Wohngebiet, wobei Wohngebiet, Leute, es ist ganz Sandy Shores, hat ein paar Häuser, wo man wohnt, aber es soll sich hier irgendwo befinden. Vielleicht finden wir hinter einer dieser Hütten ein Fahrzeug. Es soll wieder ein zerstörtes Fahrzeug sein, aber ob es ein Raumschiff ist, das weiß ich nicht. Oh, hier wird etwas verkauft oder vermietet. Nein, hier sehe ich auch nichts. Lol, es gibt auch ein Arcade. Es gibt einen Arcade-Laden in Sandy Shores? Rockstar Games, benutzt den mal für den Online-Modus. Sieht nach einer ziemlich coolen Location dafür aus. Okay, schauen wir mal hier. Normalerweise sollten wir nicht hinter den ganzen Höfen von den bewohnten Häusern mal nachschauen. Aber wer weiß, wir sind hier der Abschlepp... Wir sind der Abschleppdienst für die ganzen zerstörten Fahrzeuge, die nichts wert sind, weil wir haben einfach einen BMW gefunden, Leute. Oh mein Gott. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher das ist, aber es sieht mir nach einem der neueren Modelle aus. Das docken wir erstmal an. Oh mein Gott. Ich bin gespannt, Leute. Ich will wissen, was das für ein Modell ist. Alter, darauf bin ich jetzt sehr gespannt. Es ist zwar kein Raumschiff, aber das Teil ist immerhin ein Schiff. So, schön abdocken. Und dann schauen wir mal, was aus diesem Wagen gemacht werden kann in Los Santos Customs. Yo, Leute. Ist es der neue BMW M4? Ja, ich glaube, das erkennst du an der Niere auf jeden Fall. Oh Mann, ich würde gerne das Heck sehen, aber das können wir gleich beobachten. Alter, wie cool ist das denn, Leute? Wir haben leider fast gar keine Tuning-Option. Yo, es ist wirklich der neue BMW M4 Competition, Leute. Sehr, sehr cooles Auto. Ich fühle diese Hecklichter übertrieben, Leute. Ich finde die sehr, sehr nice. Sehr gut geworden, Leute. Die Front darüber lässt sich ein bisschen streiten, Freunde. Ich persönlich glaube, man kann sich dran gewöhnen, aber ich würde mir wünschen, dass das Auto noch ein bisschen kantiger ist im Vergleich zum alten M4. Weil ich glaube, der ist um einiges runder geworden. Da müssen wir, glaube ich, alle zugeben, dass das so ist. So, Reifen lasse ich mal, Leute, die klassischen BMW-Felgen. Und jetzt heute haben wir hier den BMW M4. Es ist kein Raumschiff, es ist ein Schiff. Und Leute, was für ein Schiff. Von Interieur, muss ich sagen, hat sich BMW in letzter Zeit sehr, sehr gesteigert. Und das finde ich doch schon mal ziemlich cool. Apple CarPlay ist drin. Das gefällt mir, Leute. So, und der machen wir einen kleinen Soundcheck, Leute. Ja, ist okay. Ich habe Besseres gehört, aber ist okay, Leute. Ich glaube, in Real Life hört sich der noch ein bisschen besser an. So, und hier, Leute. Oh, yes, das Ding fährt sich schön. Es fährt sich sehr schön. Aber nee, wir sind nicht hier, Leute, um den BMW zu testen. Wir wollen nämlich dieses Raumschiff finden, damit wir das Grogu zurückgeben können, weil er danach gesucht hat. So, also driften wir mal hier rein, Leute. Oh, ganz schön smooth. So, Trevor, wir haben BMW reingebracht. Hoffentlich kannst du den gut verkaufen für einen guten Preis. Okay, dann gibt es als letztes nur noch eine weitere Stelle und die befindet sich nicht in Sandy Shores, Freunde, sondern in Los Santos. Und ich weiß gar nicht, warum. Aber ich glaube, hier ist irgendwo etwas vorgefallen, Leute. Wir müssen mal schauen, ob wir fündig werden. Trevor meinte, es gibt nur so einen grob markierten Bereich irgendwo im Palomino-Hochland. Also in diesem Hochland, Leute. Soll sich etwas ereignet haben. Und ich glaube, das muss das Raumschiff sein. Es gibt nur noch einen einzigen Ort, wo es was sein geben könnte. Ist das ein deutscher Satz gewesen? Wo etwas geben könnte, meine ich natürlich. Okay, warte, hier sind Trümmerteile. Da ist Rauch. Leute, was ist da passiert? Ich melde mich später. Hier ist irgendwas runtergerasselt, Leute. Hier ist was abgestürzt. Ich glaube, das ist das Raumschiff, Freunde. Ja, das meinte dieser Grogu. Hier ist etwas fett abgestürzt, Leute. Ist hier richtig runtergekraxelt. Und da liegt es, Freunde. Oh mein Gott. Da ist dieses Raumschiff, Freunde. Oh, Junge. Ich glaube, für das Teil brauche ich einen Helikopter. Das kann ich nicht mit dem Anhänger kriegen. Nein, niemals. Okay, Rettung naht. Wir holen dieses Fahrzeug. Wir bergen es. Hoffentlich. Wir bergen es in den Bergen. Sehr gutes Wortspiel. Wir versuchen es anzudocken. Okay, okay. Ich glaube, es ist dran oder nicht. So, Leute. Es hat jetzt wirklich einige Stunden gedauert, aber wir haben es geschafft, Leute. Wir haben dieses Teil tatsächlich in die Garage gepackt und ich glaube, da wird uns Los Santos Customs leider nicht weiterhelfen können bei einem normalen Raumschiff, aber ihr könnt es sehen, Leute. Es ist wirklich komplett verrostet und es sieht nach einem Raumschiff aus Star Wars auch aus. Ich glaube, das ist dieser Snowspeeder von Luke Skywalker. Oh, Junge, der ist ziemlich nice. Und wir müssen den jetzt nur noch reparieren, Leute. Boah, Leute, gönnt euch das mal. Das Raumschiff ist fertig. Okay, und hier haben wir Grogu, Leute, und Trevor. Okay, aber dieses Raumschiff, Leute, werden wir natürlich noch mal kurz testfliegen, denn ich möchte wissen, wie es funktioniert. Und ich meine, jedes Fahrzeug, das repariert wird, muss einen kleinen Testlauf durchfahren. Deswegen, Trevor, hör auf, Rise of Kingdoms zu spielen. Hör auf damit. Du kannst später spielen, wenn der Kunde weg ist. Aber jetzt ist die Arbeit angesagt. Okay, gleich kannst du weiterspielen. So, oh mein Gott, Leute. Let's go.
go. Okay, alle Mann an Bord. Wir werden jetzt gleich abheben mit dem neuen Snowspeeder. Und dazu würde ich sagen, wir heben jetzt ab, Leute. Abflug, Abflug. Okay, der Start ist schon mal sehr gut verlaufen, Leute. Sehr gut ist das Ding schon mal verlaufen. Und jetzt machen wir mal einen Test der Raketen, Leute. So. Triebwerke eingefahren. Ich meine, Rollbalken. Wie nennt man das eigentlich? Räder sind eingefahren. So, testen wir mal die Schusskraft. Sehr gut. Hat bestanden. Machen wir mit einem kleinen Barrel Roll. Eine kleine Rolle. Ah, okay, jetzt wird mir schwindelig. So, zwei Rollen haben wir gemacht. Alles gut, hat funktioniert. Jetzt müssen wir nur noch einmal versuchen, normal zu landen. Und das Ding hat eine sehr gute Speed. So, Räder sind nochmal eingefahren. Der Meisterpilot, Leute, wie man ihn halt kennt. Sehr smooth. Langsam in die Landung. Langsame Landung. Und easy, Leute. Okay, Leute. Damit würde ich auf jeden Fall sagen, wir beenden das Video. Der Kunde ist zufrieden. Grogu hat sein Raumschiff wieder. Wofür er auch mehr das braucht. Vielleicht für irgendwelche Jedi oder so etwas. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Lasst ein Like da, Leute. Vergesst nicht zu abonnieren. Und ich würde sagen, checkt gerne Rise of Kingdoms aus und wir sehen uns beim nächsten Video. IDZock ist raus, haut rein von uns. Ciao.